Kaum steht in Italien der Koalitionsvertrag, schon gibt es neue Probleme bei der Regierungsbildung. Die Kabinettsliste des designierten Premierministers Conte stößt im Präsidentenpalast auf Gegenwind. Paolo Savona, ein Eurokritiker, soll Finanzminister werden. Italiens Präsident Mattarella will das offenbar verhindern, zum Ärger von Italiens Populisten. Wenn jemand den Prozess des Wandels verlangsamen würde und die Arbeit zunichte macht, die uns über 15 Tage hinweg Einsatz und Opfer abverlangt haben, dann wäre ich mit Sicherheit wieder wütend. Umso mehr Angriffe dieser Art es gibt, umso mehr bin ich motiviert, mit dieser Regierung weiterzumachen. Diese Menschen, die uns attackieren, bescheinigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Auf dem Weg, die Zuhälter nach Hause zu schicken, die seit 20 Jahren von ihren Steuergeldern leben. Italiens Präsident Mattarella muss die Ministerliste absegnen, sonst drohen Neuwahlen. Derweil reißt die Kritik an der geplanten Koalition aus 5 Sternen und Lega nicht ab. EU-Kommissar Günther Oettinger warnte vor einer neuen Euro-Krise.